Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zum erneuten Video. In diesem Video wollen wir mal aus dieser vergilbten Holzdecke eine strahlende weiße Holzdecke machen. Viel Spaß beim Video. So Freunde, ich bin wieder auf einer meiner Baustellen und wir sollen hier eine Holzdecke lackieren. Und wer mich schon fleißig verfolgt, wisst, welches Produkt ich nehme, wenn es um strahlend weiße Decken gehen soll. Wir haben hier eine Küchendecke, Paneele und die ist schon ordentlich in die Jahre gekommen. Sprich, sie ist gelb, sie ist fettig. Das müssen wir aber wieder vernünftig weiß machen. Ich nehme natürlich wieder 319 Kronen. Den Holz, Isolier und Deckfarbe von der Firma Jäger. Schon x-mal angewandt und immer wieder zufrieden. Daher immer wieder der Griff zu dieser Farbe. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt durch mit den Vorarbeiten und dann auch gleich zum Lackieren. So Freunde, wieder eine Holzdecke strahlend weiß bekommen, dank den Lack. Ihr wisst genau, das ist meine erste Wahl, wenn es um Deckenlackieren geht. Daher verlinke ich euch den mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse haben solltet. Wir gehen jetzt dabei, müssen hier noch Zargen und Heizkörper lackieren. Falls ihr das nicht verpassen möchtet, unbedingt mal meinen Kanal abchecken. Ansonsten möchte ich das Video gerne beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.